Wir reden über Autos mit jede Menge Spaß. Herzlich willkommen zu Voice Over Cars. Hallo und herzlich willkommen zu Voice Over Cars und heute zeige ich euch den neuen VW Caddy. Im wahrlich wunderschönen Umland von Marseille bin ich nun den neuen VW Caddy gefahren. Bewusst übrigens in der kurzen Version mit 5 Sitzplätzen und in der Komfortline, denn ich glaube, dass diese Konfiguration die meisten von euch interessieren dürfte. Egal ob geschlossener Kasten oder Familientransporter, der VW Caddy 3 ist bis heute aus den Zulassungsstatistiken nicht mehr wegzudenken und ich persönlich, das muss ich an dieser Stelle sagen, finde den VW Caddy richtig gut. So gut sogar, dass genau so ein Fahrzeug bei mir in der Garage steht. Doch wir sind natürlich nicht nach Marseille geflogen, um in der Vergangenheit zu schwelgen. Wir wollen uns den neuen VW Caddy, also numerisch betrachtet den VW Caddy 4, ansehen. Optisch betrachtet wurde der Hochdachkombi mit Samthandschuhen angefasst. Die Front zeigt sich etwas nachgeschärft und die Stoßstangen sind etwas sportlicher geworden. Einen neuen Kühlergrill gibt es und neue Scheinwerfer entdecke ich hier auch noch und ja, das war's. Never touch a running system. Warum sollte man den VW Caddy auch verschlimmbessern? Ich wüsste ehrlich gesagt auch nichts, was die Designer hätten besser machen können. Die Seitenlinie zeigt sich auch unverändert und am Heck gibt es eine neue Stoßstange, eine andere Heckklappe und neue Rückleuchten. Ich würde trotzdem nicht von einem reinen Facelift sprechen, denn dagegen spricht vor allem, was sich unter der Motorhaube und vor allem unter der Karosserie versteckt. Den neuen VW Caddy gibt es auch wieder mit den ganz verschiedenen Ausstattungsvarianten. Los geht's mit dem VW Caddy Conceptline, gefolgt vom Trendline. Darüber positioniert ist die Comfortline, gefolgt vom Caddy Highline. Na, könnt ihr noch folgen? Direkt zum Marktstart gibt es dann noch das Sondermodell Caddy Trendline Generation 4. Und alle Caddys gibt es entweder als kurze oder als 47 cm längere Maxi-Version. Wie gewohnt gibt es den VW Caddy mit 5 oder 7 Sitzplätzen und wer starke Arme hat, der kann die Sitze auch ausbauen. Die Motorenpalette bietet beim Diesel ein Leistungsspektrum von 75 bis 150 PS. Bei den Benzinern stehen 84 bis 125 PS zur Verfügung. Auch ein Erdgasantrieb mit 110 PS wird erhältlich sein. Gefahren bin ich übrigens den 150 PS starken 2 Liter Dieselmotor mit Blue Motion Technologie und 6-Gang-Handschaltung. Leider gibt es meinen geliebten 1,6 Liter TDI nur noch im Nutzfahrzeugbereich. Der Grund, die strenge EU6-Norm. Nun zwingt mich die EU einen 2 Liter Diesel zu kaufen. Aber was tut man nicht alles für den Umweltschutz? Auf der Rücksitzbank, und das ist wichtig für Familien, da wurde bei der Mechanik der Schiebetüren noch mal ein bisschen was nachgebessert. Die rollen nun ohne Ruckeln auf den Schienen. Und wie gehabt lassen sich die Sitzbänke im Fond klappen und herausnehmen. Dazu sollte man aber die nötige Kraft haben. Die Isofix-Halterungen wurden verbessert, man kann die Kindersitze jetzt noch einfacher montieren. Drei nebeneinander passen aber auch weiterhin nicht. Was gibt es noch? Ich könnte jetzt über das neue Infotainment-System sprechen, das einigen und mir persönlich auch etwas zu tief angeordnet ist, das ist aber dem Unterbau geschuldet. Ich könnte auch sagen, wir können CarPlay haben oder ganz viele Assistenzsysteme. Doch ich möchte über das Fahren reden. Denn ich muss wirklich sagen, der neue Caddy fährt sich besser als der Vorgänger. Das liegt unter anderem daran, dass vorne natürlich ein etwas anderer Motor verbaut wurde. In meinem Fall ein bisschen schwererer Motor. Aber auch die Stoßdämpfer vorne wurden verbessert. Die Blattfedern hinten, die wurden minimal angepasst, sind aber noch vorhanden. Und das sorgt natürlich auch für die hohe Zuladung. Die elektromechanische Lenkung, die könnte etwas direkter sein. Aber ein präzises Einlenken ist möglich. Die Bremsen sind ausreichend groß dimensioniert. So ein Hochdachkombi ist ja schließlich kein Rennwagen. Das manuelle Sechsganggetriebe wäre heute zwar nicht mehr meine erste Wahl, die Gangwechsel gestalten sich aber auch weiterhin leichtgängig. Ich persönlich würde das Doppelkupplungsgetriebe nehmen, so viel Luxus muss sein. Vor allem mit dem ACC, sprich dem adaptiven Tempomaten, wird der VW Caddy zur Großraumreiselimousine. Gefahren bin ich die PKW-Version, da fallen mir die kleineren Außenspiegel auf, die aber immer noch für einen guten Rückblick sorgen. Was mir während der Fahrt aufgefallen ist, und das kann entweder am neuen Motor oder an einer verbesserten Dämmung liegen, der neue Caddy ist leiser geworden, das gefällt mir und sicherlich auch den Familienvätern und Müttern, die sich für so ein Fahrzeug entscheiden. Ein Kritikpunkt ist übrigens geblieben, der große Innendruck im Fahrzeug sorgt immer noch dafür, dass man die Heckklappe etwas laut zuknallen muss. Kleiner Tipp, öffnet einfach ein Fenster oder eine Tür und schon könnt ihr die Heckklappe auch leise schließen. Kurz, der neue VW Caddy fährt sich besser als der Vorgänger, da hat Volkswagen an den richtigen Stellschrauben geschraubt. Und wenn euch diese grundlegenden Informationen nicht reichen, dann guckt euch einfach das Review von Ausfahrt TV an, denn da seht ihr mich dann auch nochmal. Da habe ich euch das Interieur vorgestellt, den Kofferraum komplett in der ganzen Länge und natürlich auch auf den Motor gehauen und. Das heißt, drüben bei Ausfahrt TV gibt es dann auch noch eine längere Version vom VW Caddy Review. Das war die kurze Version. Wenn ihr Fragen habt, unten kommentieren. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen. Ihr würdet mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr natürlich den Kanal abonniert und natürlich auch dieses Video teilt bei Google plus Facebook, Twitter, Snapchat, WhatsApp, was es da noch alles gibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Voice over Cars. Und das war's.